Hier ist wieder der Knochenbauser-RP und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, wir haben ja das letzte Mal den König der Soras befreit und er hat uns die Sora-Rüstung gegeben, mit der wir jetzt unter Wasser atmen können. Und in der Eishöhle haben wir ein paar Eisenstiefel bekommen, mit denen wir unter Wasser laufen können. So, und nun gehen wir in den Wassertempel. Da man unter Wasser keine Pfeile benutzen kann, muss man dafür den Greifhaken benutzen. Warte mal, ich speichere kurz. Falls die Aufnahme, falls der Emulator wieder abkacken sollte. Wieso sind die denn jetzt nicht aus? So. Ja, das ist der Wassertempel und der ist richtig nervig. Kann ich euch schon mal versichern. Ist auch schon mal ein Gegner, den wir kennen. Vom Feuerberg. So, jetzt muss man aber mal gucken, wo wir landen müssen. Da können wir noch nicht landen. Dafür brauchen wir das Dungeon-Item. Ja, auch nicht. Hier ist eine verschlossene Tür. Hier auch nicht. Aber da drüben. So, du bist weg. Gut, dann springen wir darüber. Und gucken, was da ist. So, wir die Eisenstiefel an. Das ist schon mal ein Steinblock. Die Musik ist auch richtig gut. Eigentlich weiß ich schon, was man machen muss. Ich würde mal vorschlagen, dass wir den Stein wegschieben. Wir müssen dann noch von der anderen Seite da rein. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ach, der war so nervig. Ich glaube, wir werden dann noch drei Parts hier verweilen. Aber so schnell geht er nicht. Wir müssen nach unten. Da gibt es aber auch noch andere Gegner. Außer die Wasser, also außer die Springspinne. Gibt es auch Seeigel, die uns verfolgen können. Gut. Oh, habe ich mich erschrocken. Roto! Oh, wenn ich mich recht entsinne, Knochi. Du bist Knochi, oder? Ja. Übrigens als kleine Zwischeninfo. Ich habe den Namen nicht von jemandem geklaut, ich habe den mir ausgedacht. Und das ist der Spitzname von... Wer hätte es gedacht? Knochenbowser. Also, dass ich ihn nicht jemand fragt. Wieso hast du dich Knochi genannt? Ich bin es, Ruto. Deine Braut. Die Prinzessin der Soras. Okay. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 Jahre, 7 lange Jahre warten zu lassen.
Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Nee, glaube ich auch. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Soras Reich ist eingefroren. Alles über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden noch nicht. Ich will sie retten, alle! Ich will Soras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Knochi, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Ja, klar. Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Gut. Danke, Ruto. Ja, erstmal der Wort wusste ich schon vorher, aber ich glaube manche noch nicht. Ja, wie ihr auch schon hören konntet, es gibt 3 Wege, diesen Wasserstand zu verändern. Wir müssen an manchen Wegen immer wieder zurückgehen. Und das ist einfach ein totales Hin und Her mit dem Wasserpegel. Du musst den Wasserstand nach unten mal verändern, dann musst du ihn wieder höher stellen, dann musst du wieder hoch, runter und oh, das war so nervig. Ich glaube, das haben sie bei Twilight Princess auch gemacht, nur zwar haben sie es anders gemacht mit so einem Schalter, aber das werden wir noch sehen. So. Die Stellen müssen wir aktivieren. Mit Hilfe des Fliegenlieds von Zelda. Ist hier nicht eine Tür? Doch. Ah, hier sind diese Segel. Ich weiß auch schon mit Hilfe, wie wir die besiegen können. Können sie, wir warten, entweder wir warten oder wir benutzen unser Schild. Dann werden sie nämlich zu diesem Stein da und wir können sie besiegen. Oder man wartet halt, bis sie sich in diesen Stein verwandelt haben und da kann man sie auch besiegen. Aber ich empfehle das Schild zu benutzen. Und wir kriegen Bomben. Kann ich hier was machen? Ja. Öffnen wir mal die Truhe. Ich glaube, da ist der Kompass drin. Ne, die Labyrinthkarte. Boah, war das knapp. Aber hier hätten wir eigentlich Fallschaden genommen, aber. So, jetzt brauchen wir unseren Bogen. Wer das schon mal gespielt hat, der weiß, dass wenn man einen Pfeil durch eine Fackel schießt, dann werden daraus Feuerpfeile. Und wir können damit andere Fackeln entzünden. So. Ich muss noch richtig zielen. Und die Tür ist dann offen. Das sind die Herzen, die Pfeile. Ja, wer keine Pfeile mehr hat, der kann sich hier neue besorgen. Oh, und die Muscheln. Na los, komm. Wir wollen nur besiegen, wenn sie ihre Zunge zeigen. Ja, ansonsten greifen sie mir den Hinterteil an. Los, zeig deine Zunge. Richtig brutal, wie wir ihre Zunge durchtrennen, aber gut. Eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht. So, wir kriegen einen kleinen Schlüssel. Wir können jetzt wieder zurückgehen.
Nämlich hier hin. So, jetzt brauchen wir unseren Greifhaken. Müssen wir hoch. Dann sollten wir den Wasserpegel wieder verändern können. Wenn das so richtig ist. Also, ja, hier. Genau hier. So, das ist die zweite Stelle. Jo. Ja, ich höre mich nicht so teuer an. Ja, jetzt ist so eine super Laune, aber ich habe jetzt auch noch so eine schlechte Laune. Also tut mir leid. Deswegen. Jo, ich muss erstmal gucken, wo er als nächstes lang müssen. So, das ist eine verschlossene Tür. Wo waren wir denn noch nicht? Hier ist ein Auge. Shooten wir das mal ab. Für sich. Ah, jetzt kommt das. Ich kann mich erinnern. Man muss jetzt schnell. Kann man das überhaupt schon machen? Nee, ich glaube, das ist so weit weg, oder? Ja, das ist so weit weg, das können wir noch nicht machen. Dafür brauchen wir das Dungeon-Item. So, jetzt ist, glaube ich, der Ausgang. Nee, doch nicht. Ach, das. Ja, hier müssen wir lang. Aber wir noch nicht das Dungeon-Item haben, können wir da, kommen wir noch nicht weiter. Mit diesem Getter da. So, Schalter aktivieren. Boah. Ey, danach kommt, glaube ich, danach kommen noch zwei Tempel. Oh. Ach so, jetzt weiß ich auch wieder, ja. Muss nämlich den Schalter mit einem Pfeil treffen, auch gut zielen können. Und die Truhe öffnen. Da muss jetzt der Kompass drin sein. Ja. Gut. Ja, das wollte ich nicht. So, wo müssen wir denn jetzt da als nächstes hin? Ich glaube, wir müssen jetzt in den Raum. Ja, in welchen Raum muss ich denn? Da unten waren wir doch schon, oder? Oh, ne. Ich glaube nicht. Dann gehen wir da mal hin. Ja, da kommt ja noch ein paar Splatoon. Das ist jetzt auch nicht so aufregend. So, dann drei Haken snacken und da hoch. So, Eisenstiefel wieder aus. So, mal gucken, was hier ist. Hier braucht man einen Schlüssel. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir Schlüssel herkriegen. Oh, geht doch weg. Hä? Nein, ich gehe jetzt nicht Game Over. Ich schwimme jetzt einfach hoch. Das ist mir zu dumm. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich gehe noch Game Over. Wo soll ich, dass diese Segel mit runterkommen? Sonst sind die rein? Ah, sonst sind die doch auch nicht runtergekommen. So eine Nervensäge. Ich weiß aber auch nicht, wo wir hin müssen. Versuch mich zu erinnern. Hier waren wir, glaube ich, schon.
guck mal auf die Karte. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren. Ach, da ist eine Truhe. Ich glaube, da ist ein kleiner Schlüssel drin. Na, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind. Zweiten Stock. Hier ist aber ein Schlüssel. Sonst habe ich den Tempel auch immer alleine geschafft, ohne Hilfe. So, ich probiere es jetzt nochmal, diese Mistviecher hier zu besiegen. Ja, genau, jetzt auf einmal. So, unter Wasser kann man sein Schwert ja gar nicht benutzen. Aber sein Fanghaken. Ja, habe ich vergessen. Ich habe vergessen, dass man sein Schwert unter Wasser nicht benutzen kann. Entschuldigung. Das vergisst man halt mal. Ja, was soll ich denn tun? Und jetzt her, du Mistviech. So bin ich denn jetzt? Da wollte ich doch gar nicht hin. Da kommen wir wohl nie weiter. Ich glaube, wir müssen zurück zu dem Punkt, wo wir Eroto getroffen haben. Dann nochmal den Wasserpegel ändern. Dann die Mitte rein. Dann ist da, glaube ich, eine Tür, womit wir in einen neuen Raum gelangen, hinter der Tür. Dann sollten wir eigentlich schon einen neuen kleinen Schlüssel kriegen. Das habe ich jetzt ein bisschen verdrängt. Entschuldigung. Deswegen. Jetzt brauchen wir halt Stiefel. Jetzt eh bis 20 Minuten. So, hier müssen wir die Stiefel wieder ausziehen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, oder hier. Hier kriegen. Oder hier. Stimmt, hier waren wir noch nicht. Jetzt. So. Stimmt ja hier aber noch nicht. Ach Mensch. So, hier sind glaube ich keine Gegner drin. Was? Ich dachte, hier wären Gegner. Aber gut. Yeah. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Ich sehe sie aber nicht, wo ich lang soll. Wo ich den benutzen kann. Ah, jetzt hör auf. Ich weiß, wo wir ihn benutzen können, bei der einen Stelle da. Wir haben jetzt einen Wasserspiegel auf dem mittleren Punkt erhöht. Wollen wir jetzt auch die verschlossene Tür da öffnen? Lass mich in Ruhe springen, Spinne. Ja, weil. Was ich denn machen soll? So, hier. Link. Benimm dich doch. Ach, die Geschichte. Muss das jetzt hier draufstellen? Die Pfeile nehmen? Oder geht das auch mit dem Fanghaken? Kann ich gleich mal ausprobieren. Was ist noch mit dem Fanghaken? Nee, geht nicht. Achso, aufpassen, hier kommt eine Springspinne von oben. Mensch. Man muss schon treffen können.
So, dann ab nach oben. Dann runter. Dann durch die Tür. So, bei Pier. Hier ist der. Hier kann man nochmal den Wasserpegel hochmachen. Das ist natürlich auch die letzte Stelle, wo man das kann. Da haben wir noch was am Park geschafft. So, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Entschuldigung. Ich hoffe, er hat euch gefallen, sonst das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.